Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und in diesem Video möchte ich auf eine Frage antworten, die mir gestellt wurde auf Facebook. Ich habe eine Nachricht bekommen von einem meiner Zuseher meiner Videos und der hat mir gesagt, Benjamin, du nutzt doch Camtasia und welches Mikrofon benutzt du, weil du hast kein Rauschen drinnen und du hast einen so tollen Klang bei deinen Videos. Das hat mich erstens sehr gefreut und da habe ich mir eigentlich gedacht, okay, das wäre vielleicht sogar Grund für ein neues Video. Denn da dürften mehrere Probleme damit haben. Und der Trick ist ganz einfach. Ich benutze gar kein Mikrofon. Ich spreche ganz einfach in meinen Laptop rein. Aber es gibt, ich kenne das Problem sehr wohl, es gibt einen Trick bei Camtasia, wie man dieses Rauschen wegbekommen kann. Das geht ganz einfach. Das heißt, wenn Sie Ihr Video aufgenommen haben, also nein, es beginnt so. Ich sage es mal ganz anders. Wenn Sie Ihr Video aufnehmen und Sie benutzen Camtasia, dann machen Sie Folgendes. Sie starten das Video. Dann sagen Sie mal 5 Sekunden gar nichts. Verhalten Sie sich einfach ruhig. Danach läuft das Video. So ungefähr 5 Sekunden. Dann beginnen Sie ganz normal mit Ihrem Video. Zeigen Sie, was Sie zeigen möchten. Sprechen Sie, was Sie sprechen möchten und so weiter. Und dann beenden Sie das Video und dann ladet es ja ins Camtasia rein. Und genau an diesem Ausgangspunkt bin ich jetzt hier. Das heißt, Sie sehen, hier ist die Tonspur und hier passiert mal am Anfang nichts. Das ist der Bereich, wo ich nicht gesprochen habe. Und dann machen Sie Folgendes. Sie markieren ganz einfach ein Stückchen dieses Bereiches, wo Sie nicht gesprochen haben. Dann klicken Sie hier rein, dass das auch markiert ist. Und dann gehen Sie auf Audio. Und wenn Sie auf Audio sind, dann haben Sie hier den Pfeil Entfernen von Störgeräuschen aktivieren. Wenn Sie darauf klicken, dann sucht Camtasia sofort das Video durch und filtert so ein Rauschen raus. Wenn Sie draufgeklickt haben, ist das auch schon weg. Und dann machen Sie ganz einfach Folgendes, dass Sie nach diesem Schritt, diesen Bereich, wo Sie, hoppla, hat jetzt nicht funktioniert, diesen Bereich, wo Sie nicht gesprochen haben, den schneiden Sie einfach raus. Klicken Sie auf Entfernen, jetzt ist das weg. Und das Video beginnt genau an der Stelle, wo ich zu sprechen beginne. Das ist der ganze Trick dahinter. Und dann haben Sie einen tollen Ton mit dem Lautsprecher, also mit dem Mikrofon Ihres Laptops. Das ist die ganze Magie dahinter und ich hoffe, das war hilfreich und die Frage ist somit auch beantwortet. Gut, das war's zu diesem Video. Würde mich über ein mag ich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat oder hilfreich war. Ich freue mich auch auf Ihre Kommentare. Schreiben Sie mir die jetzt hier unten drunter und abonnieren Sie den Kanal. Sie finden irgendwo im Video eine Möglichkeit, wo Sie mit einem Klick nur den Kanal abonnieren, dann haben Sie immer Updates, wenn neue Videos von mir kommen. Gut, das war's jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.